Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt, mein Name ist Jenny und falls ihr wieder dabei seid, freue ich mich sehr, euch wiederzusehen. Heute reden wir über die City Collection, die Jo Malone für Zara entworfen hat. Und ich habe vier Düfte gekauft, um sie für euch zu testen. Und wir sprechen heute darüber. Also, wenn es euch interessiert, bleibt bitte gerne dran. Und wenn ihr noch nicht Teil unserer wunderschönen kleinen Parfümfamilie hier seid, vielleicht überlegt ihr es euch, abonniert meinen Kanal. Ich würde es wahnsinnig freuen, euch hier zu begrüßen. Und ansonsten, ich zeige euch jetzt erstmal, um welche Düfte es geht. Also diese vier habe ich gekauft und wir testen sie heute einfach nacheinander. Ich sage euch meine Meinung, lohnen sie sich oder lohnen sie sich nicht. Darum geht es heute und ihr entscheidet, ob ihr sie dann testen wollt. Ich nehme jetzt erstmal den ersten. Der erste heißt Magnificently Dubai. So sehen die Verpackungen aus, wie so ein Buch. Ich finde, für das Geld unter 30 Euro ist schon die Aufmachung sehr besonders. Muss ich wirklich sagen. Ihr macht das auf, wirklich wie so ein Buch. Dann habt ihr praktisch hier so eine Karte drin. Immer so ein Bild der dazugehörigen Stadt. Und hier drinnen liegt praktisch der, ich will euch nicht blenden, der Duft. So sehen die Flaschen aus. Also ihr seht, die Plakette, ja, die ist wirklich sehr silbrig und ansonsten ist es eine ganz normale Glasflasche. Aber auch das, ich finde die sehr angenehm in der Hand, macht sich gut. Wirklich, also ich war sehr gespannt auf diese Reihe, weil ich habe mir viel davon versprochen. Als ich das online gesehen habe, habe ich gedacht, die musst du unbedingt testen. Und ich kann euch nur sagen, nach dem ersten Sprüher im Zara musste ich alle vier mitnehmen, weil ich fand die wirklich richtig gut. Erinnert mich nicht an normales Zara-Parfüm. Ich finde, hier riecht man den Jo Malone-Stempel auf jeden Fall und ich finde, die lohnen sich richtig. Das ist meine Meinung. So, erster Eindruck. Der Dubai ist ein würzig-lederiger Duft. Ziemlich orientalisch, ziemlich würzig, ledrig auch. Da ist Leder, Muskat, wo ist der Sprüher? Und Safran. Das ist das, was gelistet ist. Initial, den Sprüher, glaube ich, wird der ein oder andere für sehr maskulin halten. Der öffnet maskulin. Ich rieche Muskat, ich rieche Safran und ich rieche so ein leicht animalisches Leder. Das hört sich jetzt im ersten Moment vielleicht nicht so prickelnd an, aber im Dry Down wird der richtig gut, Leute. Ich rieche da irgendeine Trockenfrucht, ob jetzt Dattel oder Pflaume. Also der wird erst richtig gut im Dry Down, aber ich kann mir vorstellen, absoluter Unisex-Duft. Übrigens, ich finde, der Dubai lehnt einen Hauch männlich, aber für mich zum Beispiel ist er nicht zu männlich zum Tragen. Ich finde den richtig gut. Wenn ihr würzig, ledrige, orientalische Düfte, wenn das euers ist, guckt euch den Magnificently Dubai an. Der ist wirklich, der ist spannend, Leute, der ist spannend, der riecht nach Nische. Der hat auch irgendwie so eine leichte Zitrik im Hintergrund. Das rieche ich raus. Das ist aber nur so in der Herznote vorhanden. Im Dry Down geht die Zitrik komplett zurück. Und dann wird es so ein trocken, ja, wie gesagt, so Trockenfrüchte kommen mir da in Sinn. Ich habe die ja schon probiert. Ich habe sie alle getragen, um euch zu berichten. Der hat eine richtig krasse Sillage. Ich muss den umdrehen, weil ansonsten blende ich euch ständig. Der hat eine richtig krasse Sillage und eine sehr gute Haltbarkeit. Also wirklich 7, 8 Stunden, Leute, für unter 30 Euro. Ja, ich will es nur noch mal gesagt haben. Erinnert er mich an irgendeinen Duft? Nein, nicht wirklich. Mir fällt jetzt spontan, also ich kenne keinen. Das heißt ja nicht, dass es keinen gibt. Nur ich persönlich, mir kommt jetzt keiner in den Sinn, womit ich den irgendwie vergleichen könnte. Auf meiner Haut, wie gesagt, wirkt er am Anfang ledrig, zitrisch, sehr viel Muskat, also den Muskat rieche ich auch sehr gut raus. Und dann am Ende kommt eben so für mich so dieses Highlight mit diesem Dattel, Trockenfrüchte, Pflaumen, irgend sowas. Der wird auch wärmer, der wird ein bisschen süßer und ein bisschen weniger maskulin. Das ist Magnificently Dubai. Also ich denke, der ist, glaube ich, von den Vieren, die ich euch heute zeige, den ich am wenigsten für einen Blindkauf empfehlen würde, weil ich glaube, der ein oder andere wird den einfach nicht mögen. Der ist sehr speziell, was aber für mich wiederum ein Plus ist. Er ist was Besonderes. Ich habe sowas noch nicht gerochen.
Mega, mega Duft. Leute, ich kann euch nur sagen, die Düfte haben mich wahnsinnig überrascht. Und ich kann euch nur sagen, schaut euch die an. Ich habe nicht alle. Es gibt noch mehr als die, die ich euch heute zeigen werde. Aber die vier haben jetzt zu mir gesprochen. Den nächsten, den wir haben, heißt Energetically New York. Und als ich Energetically New York, da ist auch eine Karte wieder drin, ich zeige es euch mal kurz. Als ich den das erste Mal gesprüht habe, habe ich sofort an einen Duft gedacht. Ich sage euch auch gleich an wen. Das ist der Energetically New York. Energetically New York ist ein holzwürziger Duft, aber lasst uns den mal sprühen. Ja, erster Sniff und ich erinnere mich an Le Labo Santal 33. Da hinten steht er. Da. Natürlich, in einer sehr, sehr abgeschwächten Version. Also ihr wisst, in meinem letzten Video habe ich von den Le Labos erzählt. Die Le Labos sind für mich Meisterwerke. Aber für unter 30 Euro kriegt ihr ein verdammt, verdammt gutes Dupe dafür. Der ist richtig gut, Leute. Der ist gut. Was mir ein bisschen auffällt bei dem hier, der hat irgendwie eine gewisse herbe Note. Ich weiß nicht genau, was es ist. Also wir haben Sandelholz, Jasmin und Kardamom. Aber ich kenne den Santal 33 sehr gut mittlerweile, weil ich ihn ständig trage. Und der Energetically New York hat einen herben Unterton, der der Santal 33 nicht hat. Aber dieses Grüne, dieses Frische, ist definitiv vorhanden. Also sagen wir, es ist eine Cousine dritten Grades, ja, von Santal 33. Ich denke, das wäre fair genug. Trotzdem, ich möchte hier nochmal ersagen, das ist ein Duft für unter 30 Euro. Performt, Bombe, Sillage, Haltbarkeit, alles da und ihr habt wirklich ein anständiges Dupe vom Le Labo. Und wenn ihr vom Gris Chanel, von BDK, euch die Süße wegdenkt. Also stellt euch vor, BDK Gris Chanel wäre nicht süß. So ein bisschen erinnert er mich daran. Also eine Mischung, finde ich, aus Gris Chanel und Santal 33 von Le Labo. Das ist Energetically New York. Wie gesagt, Sillage, Haltbarkeit, Bombe, Leute, Bombe. Ich kann nichts anderes sagen. Die Düfte sind bombastisch gut. Ist meine Meinung. Da habe ich mich wirklich, ich war sehr überrascht. Aber eine Sache, das ist jetzt für mich persönlich, eine Note in diesem Duft stört mich immer wieder. Die fällt auf und ich weiß nicht, was es ist, ob das ein pieksiges Sandelholz ist, obwohl ich mit Sandelholz überhaupt gar keine Probleme habe. Aber irgendwas ist da, was mich immer wieder eher zum Le Labo greifen lassen wird, als zu dem. Aber so wirklich, wenn ich mal Lust habe auf so eine Art, ein bisschen leichteres Le Labo oder sowas, ich empfehle den euch. Wirklich, mega, mega Duft. Also eigentlich kann ich jeden empfehlen. Die nächsten zwei, die ich euch jetzt zeige, sind meine Favoriten. Ich habe sie praktisch euch so gezeigt, wie ich sie auch raten würde. Und der nächste, und der ist wirklich, jetzt kriegen wir mal was richtig, richtig Weibliches. Übrigens habe ich nicht gesagt, der Energetically New York, wahnsinnig unisex-tauglich. Auch Magnificently Dubai, sehr unisex-tauglich. Können alle tragen. Captivating Paris. Captivatingly Paris ist schön, Leute. Ist wirklich schön, muss ich echt sagen. So eine Karte ist da drin. Die Flaschen sehen alle gleich aus, nur die Parfums sind ein bisschen unterschiedlich gefärbt, aber ansonsten ist es alles relativ gleich. So sieht die Flasche aus. Und der ist jetzt ein süß-fruchtiger Duft. Auch den. Sehr viel Birne. Wenn ihr Birne mögt und Rose mögt, schaut euch den bitte an. Ich finde, der ist Bombe. Einfach nur granatengut. Der hat Moschus, Birne und Rose. Ich rieche so einen Hauch gourmandig angehaucht, ein bisschen, finde ich. Ich rieche auch eine Art Marshmallow, so Birnenmarshmallow. Ja, sowas habe ich auch noch nicht gerochen in dem Sinne. Irgendjemand hatte mal erwähnt, der würde Delina in irgendeiner Form ähneln. Nein,
Nein, Delina ist keine Birne. Delina ist für mich pure Litschi. Und das hier ist eindeutig süße, reife Birne mit einem floralen Unterton aus Rosen. Ein bisschen Moschus, sehr cremig, sehr weiblich, süß. Der ist wirklich süß. Ich würde behaupten, an der Grenze zum Gourmand. Ja, so süß ist der. Aber weiblich, sexy, irgendwie so wirklich captivating. Ja, der schreit nach Aufmerksamkeit. Der hat eine sehr gute Haltbarkeit. Leute, an die 8, 9 Stunden bin ich mit dem gekommen. Wirklich bombastisch. Wenn ihr Birne, wenn das euers ist, ja, testet das aus. Der hat mich auch ein bisschen erinnert an Givenchy Irresistible, irgendwo im Hintergrund. Nur stellt euch vor, ihr tut noch einen Haufen reifer Birnen mit da rein. Ja, und mehr Cremigkeit. Das ist Captivatingly Paris. Also, wie gesagt, auch der unverkennbar in all diesen Düften ist Jo Malone. Ganz sicher. Wenn ihr Jo Malone-Fan seid, schaut euch die Düfte an. Ich glaube, ihr werdet sie mögen. Auf jeden Fall. Captivatingly Paris, mega, mega Duft auch. Ich finde den richtig, richtig gut und werde ihn definitiv auch benutzen. Und mein Top-Favorit aus den vieren ist Elegantly Tokyo. Der ist jetzt, ich sage mal so, Leute von euch haben mich oft gefragt nach Liliendüften. Hier ist er. Und ein sehr günstiger Lilienduft und ein richtig guter. Schaut euch den auf jeden Fall an. Mega, mega Duft meiner Meinung nach. Ich wollte auch den London haben, aber der London war leider nicht zu bekommen. Deswegen habe ich ihn nicht. Das heißt nicht, dass ich ihn nicht mag. Elegantly Tokyo ist ein blumig frischer, für mich Lilienduft, gemischt mit Jasminblumen. Gott, der ist so gut. Leute, der ist so gut. Und so holzigen Noten. Und ich rieche bei dem so ein bisschen so Ambroxan raus. So holziges Ambroxan. So ist der wirklich frisch, frisch, frisch für den Sommer jetzt. Bombe. Blumig, frisch. So ein sauber, leicht seifig Duft, aber so für jeden Tag, fürs Büro, in medizinischen Berufen, ja, kann ich mir den mega vorstellen. Und für unter 30 Euro, sage ich euch ehrlich, mir würde spontan kein besserer Duft einfallen mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis. Der hält an mir den ganzen Tag. Der ist süchtig machend, wenn ihr Lilie mögt, aber Lilie müsst ihr mögen. Mögt ihr keine Lilie, ist das wahrscheinlich nichts für euch. Ich liebe Lilie. Mein Brautstrauß war aus Lilien. Mega, mega Duft. Leute, mega. Absolut unisex-tauglich, kann ich euch nur sagen. Für Männer, für Frauen. Er lehnt vielleicht ein bisschen weiblich, aber auch Männer können den tragen. Definitiv, wer florale Düfte mag. Und ich sage euch, für den Preis, finde ich, wird mir jetzt nichts Besseres einfallen, was ich euch empfehlen kann, als den Elegantly Tokyo. Mega. Also der und der Captivatingly Paris, das sind meine absoluten zwei Favoriten. Schaut euch die ganze Reihe an. Da gibt es noch einige Düfte. Es gibt irgendwie noch Seoul, es gibt Madrid, es gibt, was gibt es denn noch? Wie gesagt, London gibt es. Den habe ich leider nicht mehr bekommen. Es gibt einige. Also mega, mega, wirklich Reihe, diese Cities und ich kann euch die wirklich nur empfehlen. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, habt ihr die schon getestet? Kennt ihr die? Was sagt ihr dazu? Mich würde es wahnsinnig interessieren. Ich kann euch nur sagen, Preis-Leistung, die Flaschen, es ist wirklich eine Glasflasche mit dieser Plakette vorne drauf. Ich kann euch nur sagen, wirklich, eigentlich sind die alle gut. Sie sind wirklich alle gut. Ich habe keinen getestet, wo ich sage, boah, nee, der geht überhaupt nicht. Natürlich, der New York ist deswegen für mich nichts, weil ich das Original habe und es einfach besser ist. Aber für die, die sich den Labo nicht leisten möchten, ist das eine super Alternative. Wirklich, absolut. Also Captivating Paris und Elegantly Tokyo, das sind wirklich meine zwei Top-Favoriten von denen, die ich jetzt habe. Und ansonsten testet sie. Testet sie, sie lohnen sich. Ich war wahnsinnig überrascht und eigentlich ist Sarah Parfum überhaupt nicht so meins. Aber die hier wollte ich unbedingt in der Sammlung haben. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was gezeigt, was interessant für euch war. Ansonsten wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende
Und schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr die Düfte schon kennt, habt, mögt oder nicht mögt. Mich würde alles interessieren. Ansonsten hoffentlich sehen wir uns bald wieder in einer meiner nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss.